Ja, ich hatte auf dem Dachboden noch dieses alte Aquarium stehen. Das habe ich jetzt eingerichtet. Das fährt gerade ein, aber die Beleuchtung war halt richtig schlecht. Mit Leuchtstoffröhren viel zu dunkel. Und jetzt sehen wir, wie wir das Ganze umbauen, dass es so hell wird und sogar dimmbar das Ganze mit LED. Hier sieht man es mal im Vergleich. Also ein wahnsinniger Unterschied. Und das Ganze auch relativ günstig umgesetzt mit integrierter Zeitschaltuhr und dimmbar. Natürlich bin ich erstmal ran und habe den alten Deckel abgenommen. Dann sieht man schon die Leuchtstoffröhre, die da original drin war. Und das Ganze wurde umgebaut. Knapp unter 60 Euro hat das Ganze gekostet. Verwendet habe ich da von Wella LED ein Set. Dann sieht man die zwei Röhren. Kaltweiß und warmweiß. Zusammen gibt es eine natürliche Färbung. Dann haben wir eine Steuerung, die wird über Bluetooth am Handy gesteuert, zum Dimmen mit Zeitschaltuhr und so weiter. Ein Netzteil ist dabei, natürlich das Anschlusskabel für das Netzteil und ein Y-Kabel, weil es ja zwei LED-Leuchtstreifen sind. Bevor wir jetzt mit dem Umbau begonnen haben, haben wir das Ganze natürlich getestet, also die Steuerung mit dem Netzteil verbunden, dann das Y-Kabel angeschlossen. Und zuletzt die Kaltweiß- und Warmweiß-Beleuchtung. Haben wir uns erstmal erschrocken, denn nachdem das Ganze im Strom hängt, schaltet es erstmal in so ein Blinkprogramm, wie man hier sieht. Also es leuchtet nicht direkt durch, sondern es blinkt erstmal. Das geht in dem Moment, wo man sich das erste Mal mit Bluetooth verbindet, schaltet es auf Dauerlicht und man kann es dann justieren. Das haben wir dann auch gemacht. Klack, Licht an und das wäre in 100%, also die Leuchten sind extrem hell. Das Schöne ist, man kann sie wirklich perfekt dimmen. Im Grenzbereich, gerade im dunklen Grenzbereich, ist es mit dem Finger, wenn man genaue Werte haben will, leicht schwer einzustellen, aber es lässt sich schön dimmen. Also, Technik funktioniert. Jetzt wird der alte Deckel zerlegt und alles kommt raus. Gerade mit der Spule und mit der ganzen alten Technik, ich hatte das auch irgendwann mal gebraucht, gekauft und dann nicht mehr verwendet, ist das jede Menge Gewicht und auch nicht unbedingt optimal. Ein 54-Liter-Becken von Juwel, 60 cm ist drinne Platz, die Röhren sind so 50 cm, also kein Problem. Die passen da perfekt rein, lassen sich auch super schwenken. Also Röhren passen, alte Technik raus. Zuerst die Röhre vorsichtig raus und das Ganze verstaut. Die ganze alte Technik brauche ich nicht mehr, also musste ich jetzt nicht sonderlich vorsichtig sein beim Ausbau. Und nach wurden alle Kabel entweder abgeschraubt, abgezwickt und wie ich gesagt hatte, die Spule und so weiter, alles entfernt. Man merkt mit der neuen Technik, mit der LED-Leiste und der Kabellage sieht das dann viel ordentlicher aus und das wird natürlich ein ganzes Stück leichter. Ja, die LED-Leisten, man sieht ja, dass das Oberteil über die Jahre, ich weiß ja nicht, wie alt das Aquarium war, ist schon relativ angeschlagen, aber die Technik ist eh im niedrigen Voltbereich. Also es führt da kein 220 Volt ins Aquarium, sondern ich denke, ich müsste jetzt lügen, dass es 12 Volt sind. Und die eigentlichen Röhren oder die LED-Leisten besser gesagt, die sind auch wasserdicht. So, jetzt habe ich die mal angesetzt, wie ich sie installieren will und zeichne das ganz einfach an. Die Halterungen, die man hier sieht, die sind bei dem Set schon mit dabei. Es gibt auch andere Möglichkeiten, andere Halter, die man da noch nachkaufen kann. Aber das passt eigentlich so ganz gut. Den Kasten, in dem vorher die Spule war und die ganzen alten Kabel, konnte ich leider nicht entfernen, weil die doch relativ viel Halt gibt. Ich denke, wenn ich die jetzt rausgeschnitten oder rausgebrochen hätte, dann wäre das Ganze zu instabil gewesen. Ist aber nicht problematisch. So ist der hintere Bereich vielleicht minimal dunkler, aber wirklich nur minimal, weil
ich die LED-Leisten eh so schwenk, dass die Fische zum einen von vorne angeleuchtet werden und die andere Leiste auch so ein bisschen nach hinten strahlt. Also es ist, wie man auch am Anfang gesehen hat, ein ausgeglichenes Licht. So, da haben wir die Löcher drinnen. Hier, das sind die Schrauben. Ich habe jetzt Kunststoffschrauben genommen. Da kommen keine Giftstoffe oder es kann nichts rosten, dann später ins Wasser. Natürlich fallen die dann auf. Es gibt sicherlich auch die Möglichkeit, das zu kleben oder ähnliches. Mir ist die Optik in dem Fall egal. Das soll eher so ein kleines Zuchtbecken werden. So ein bisschen für Garnelen und, sagen wir, Mikrofische. Von daher ist das kein Problem. Die Kunststoffschrauben, Kunststoffmuttern, das Ganze fixiert und später vernünftig festgeschraubt. Man sieht auch jetzt hier schon, so wie es festgeschraubt wird, mit dem Schwenkbereich nach hinten ist es Licht. Also die Kante ist nicht im Weg. Das Licht kommt auch ziemlich weit nach hinten ans Aquarium. Und die Helligkeit verteilt sich ja auch im Wasser. So, jetzt bin ich dann rangegangen, habe die Kabel schon mal grob geordnet, habe sie durch den alten Kabelschacht durchgeführt. Hatte hier auch zwei Löcher gebohrt, wie man sieht, weil ich die da nochmal fixieren wollte mit Kabelbinder. Falls es dann doch mal irgendwie runterfällt oder am Kabel gezogen wird, irgendwas dergleichen, dass man nicht drinnen irgendwas beschädigt, sondern so ein kleiner Schutz, eine kleine Fixierung drinnen im Becken nochmal ist. Damit es auch vorne etwas stabiler ist, schwenken kann man die Paneele. Deswegen trotzdem habe ich vorne auch noch einen Kabelbinder gesetzt. Und auch im Inneren, in diesem Technikschacht möchte ich ihn mal nennen, da habe ich die Kabel halbwegs geordnet. Man sieht es ja dann eh nicht mehr. Und auch hier das Ganze fixiert. Das Y-Kabel habe ich dann auch angeschlossen. Und im Inneren verbaut, durchgezogen und drinne, wie ich gerade gesagt habe, noch einen Kabelbinder gesetzt, damit es nicht zu weit durchrutscht. So, Deckel wieder drauf und ab geht's zum Testen. Jetzt ist der Deckel schon auf dem Aquarium drauf und wird angeschlossen und man sieht, es ist wirklich schön hell. Das sind jetzt auch 100%, ist für meinen Geschmack sogar viel zu hell. Versucht man das mal so ein bisschen einzupegeln. Um 21 Uhr, 25% ist okay. Dann haben wir probiert, wie man das Ganze konfigurieren kann. Wiederholen, sprich an jedem Tag soll die Lampe gleich schalten. Und von früh bis spät wird da eingestellt. Um 6.30 Uhr. Soll innerhalb von 30 Minuten die Helligkeit von 0, weil vorher ist die Lampe ja aus, auf nur 5% hochfahren. Gerade hier sieht man, im Grenzbereich ist es schwer zu treffen, aber 5%, 30 Minuten, es wird langsam hell und dann den nächsten Sprung
um 7.45 Uhr wird es noch etwas heller. Diesmal langsam ab 7.45 Uhr, eine Stunde lang, pegelt man auf 15% die Helligkeit nach oben. Das Ganze weiter, mehrere Schritte, jetzt immer im Stundentakt zur Mittagszeit. Die größte Helligkeit muss man dann schauen, ob das wirklich zu extrem ist, ob dann Eigenwuchs kommt. Da hatte ich auf 60% gestellt zur Mittagszeit. Und dann zum Abend hin das Ganze wieder etwas abgedimmt. Ein größerer Schritt auf 15%, ab 20 Uhr auch wieder eine Stunde lang langsam auf 15% runterfahren und endgültig ab 21.30 Uhr 60 Minuten lang langsam abschalten, bis das Licht komplett aus ist. So, in dem Moment, wo man rausgeht, ist das Ganze fertig und es läuft automatisch ab, man braucht keine Zeitschaltuhr mehr.